Saison begonnen. Das Programm ist beeindruckend. Der österreichische Nationalzirkus Louis Knie begeistert Jahr für Jahr europaweit rund 700.000 Menschen. Und die erste der über 500 Vorstellungen findet traditionsgemäß in Hamburg statt. Hier erlebt die Manegenschau ihre Premiere. Hier wird erstmals der Lohn für monatelange harte Arbeit während der Winterpause geerntet. Vor der ersten Vorstellung also gespannte Ruhe und etwas Nervosität. Übrigens, das gigantische Zirkuszelt wird von 60 Mitarbeitern in nur 6 Stunden aufgebaut. Und wie schnell alles beim Zirkus geht, beweist auch Louis Knie Junior. Denn 5 Minuten vor seinem Auftritt gibt er noch einen Überblick über die diesjährigen Höhepunkte. Ich glaube vom Publikum her, die paar schönsten Nummern, wo wir zeigen dieses Jahr, ist die erste Nummer, die Reiterei. Es sind 12 Personen mit 6 Pferden dabei. Dann die Elefantennummer ist sehr gut angekommen. Und dann noch eine Lederschnallnummer von der Edi und der Marina ist auch sehr gut angekommen. Wenige Minuten später geht's dann los mit Musik des georgischen Zirkusorchesters und mit Jockey-Reiterei der Truppe Timi Loyal, deren Mitglieder aus den berühmtesten Zirkusdynastien der Welt stammen. Ins Jahr 2001 mit dem lebenden Gameboy Super Mico und einer futuristischen Darbietung, die beim Zirkusfestival von Paris mit einer Silbermedaille ausgezeichnet wurde. Dass auch Schweine- und Rindergelehrige Partner in der Manege sind, beweist die Nummer Tiere am Bauernhof. Aber was wäre ein Zirkus ohne die Geschicklichkeit der tonnenschweren Elefanten oder die Eleganz und Gefährlichkeit der Raubkatzen? Die Löwengruppe, die heuer im österreichischen Nationalzirkus zu sehen ist, zählt zur absoluten Spitzenklasse. Akrobatik der Spitzenklasse wiederum bieten die lebenden Bilder der Goldmenschen. Die aus Ungarn stammenden Artisten sind erstmals in Österreich auf Tournee. Und auch wenn die Clowns nicht immer mit artistischen Grenzleistungen aufwarten. Es sind eben nicht nur Show-Effekte und Nervenkitzel, die Zirkus ausmachen. Es ist die Faszination des Unmittelbaren, die Kino und Fernsehen nicht vermitteln können. Lebendige Kunst ohne doppelten Boden. Thank you.